Die Widerstandskultur in der DDR war in gewisser Weise eine andere als heute, denke ich schon. Aber es gab auch Parallelen. Es gibt Parallelen. Also anders war damals, wir lebten ja in so einer fast 100% Gesellschaft. Das heißt, jeder Regierungsbeschluss, jede Wahl, jede öffentliche Meinung, die hat immer den Anspruch, fast 100% zu erreichen. Und da reichte eine Gegenstimme schon für einen kleinen Sandsturm immer aus oder für eine große Beunruhigung. Und von daher war es ganz, ganz einfach, eine öffentliche Diskussion oder zumindest eine Störung anzuzeigen. Zu sagen, hoppla, ich sehe hier etwas anderes. Bis vor Tschernobyl waren wir eine reine Friedensgruppe. Wir haben uns mit militärischer Abschreckung, mit Sicherheit, mit zivilem Ungehorsam, also mit Zivilgesellschaften und zivilen Antworten auf Kriegsdrohungen haben wir uns beschäftigt. Das war unser Kernthema. Nach 86 war es dann die Auseinandersetzung um das Atomkraftwerk Stendal. Je tiefer wir in die Materie, in die inhaltliche Auseinandersetzung kamen, uns selber befähigt haben, da, also selber erstmal Daten gesammelt haben, selber Wissen zusammengetragen haben, was nicht einfach gewesen ist, desto unmachbar schien dieses Atomkraftwerk zu werden. Ursprünglich war es mal, ja, es ist was Tolles, was Zukunftsfähiges, was da entstehen soll. Und auf einmal wurde das zu einem verselbstständigte sich zu einem Monstrum, was keinesfalls mehr beherrschbar sein wird in Zukunft. Das führte uns dann dazu, dass wir gesagt haben, wir müssen da was machen. Wir sind also in diese Urania-Veranstaltung gegangen. Die Urania war eine zu DDR-Zeiten so eine Organisation, die hat populärwissenschaftliche Themen, also wissenschaftliche Themen populärwissenschaftlich aufgearbeitet, dass eben ja, die ganz normalen Leute ein Verständnis dafür entwickelten. Und dann gab es eine Urania-Reihe zur Atomkraft, natürlich speziell, um die Menschen in Stendal und Umgebung ja, sozusagen in Sicherheit zu wiegen. Und am Anfang war es so, dass wir in diesen Veranstaltungen argumentativ komplett unterlegen waren. Also wir hatten unsere Ängste, unsere Argumente vorgetragen und die wurden uns durch Behauptungen der Luft zerrissen, denen wir nichts mehr entgegensetzen konnten. Und dann merkten wir so im Zuge dessen, wir haben gemerkt, woran liegt das? Dass wir argumentativ nicht hinterherkommen. Ja gut, ja, wir waren noch nicht so weit. Und dann haben wir eben diese uns befleißigt, haben unsere Argumente vertieft. Und auf einmal war es so, dass die sogenannten Experten und Wissenschaftler uns nichts mehr entgegensetzen konnten. Dass also die Urania-Veranstaltungen in der Peinlichkeit, sozusagen in einem peinlichen Schweigen endeten. Und das setzte sich dann fort, dass Urania-Veranstaltungen abgesagt wurden, wenn wir auftraten.